Aha. Die Jugend von heute hat es verdammt gut. Die geilsten Firmen vergeben ihre Top-Positionen super gern an junge, engagierte Leute. Und alles, was du dafür vorweisen musst, ist ein abgeschlossenes Masterstudium, 3 Jahre Berufserfahrung, 10 abgeschlossene Praktika und Nachweise, dass du Englisch und 3 weitere Fremdsprachen flüssig beherrschst. So wie du Deutsch? Ja. Und klatsch, verdienst du mit 20.000 Euro im Monat, wenn du das alles vorweisen kannst. Wenn du mehr gelernt hast, steigert das deine Berufschancen. Oder ja, ist mal richtig so. Das Problem ist nur, der Abschluss zählt meist mehr als das tatsächlich Gelernte. Auch wenn du 6 Monate lang nur Kaffee gekocht hast, denkt sich der neue Chef, 6 Monate Praktikum bei Google. Voll geil, dann muss ich nie wieder was selbst googeln und kann ihn einfach fragen. Ja. Theoretisch sind wir ja ausgebildete GTAs. Und der Abschluss reicht eigentlich gerade so, um Hartz IV zu kriegen. Aber haha, schaut uns an. Wir hocken den ganzen Tag zu Hause und posten Scheiße ins Internet. Wie so ein Hartz, egal. In unserem Berufsfeld, und in eigentlich fast allen anderen auch, ist praktische Erfahrung 1000-mal nützlicher als irend so ein Abschluss. Ich meine, wir sind ja keine Sims. Lesen ein Buch und auf einmal können wir Gitarre, Schlagzeug und Mülltonne spielen. Was? Gitarre. Schlagzeug oder Klavier. Was hast du nicht gesagt? Keine Ahnung. Alles. Du musst dich einfach hinsetzen und machen. Erfahrung sammeln und ein Gefühl für die Sache kriegen. Ah, Gefühl. Gefühl. Oh, so viel. Oh. Spürst du es, Mr. Krabs? Warte mal. Aber ich kann doch auf eine private Uni mir da alles beibringen lassen. Beibringen. Ja, das auch. Nein. Ich meine, du kannst das machen. Und 3 Jahre und 30.000 Euro später hast du denselben Bildungsgrad wie ein 12-Jähriger nach 4 YouTube-Tutorials. Aber ich will unbedingt was mit Medien machen. Ja, dann mach doch. Heutzutage gibt's das Internet. Du kannst dich über Blauwalpenisse belesen und dir danach ein Video über 3-Punkt-Beleuchtung reinziehen. Ohne aufzustehen. Und das nackt. Ja, du kannst sogar noch andere Sachen machen, wenn du verstehst. Wenn du nackt bist? Mhm. Du meinst so wie Skifahren? Mhm. Vor 1000 Jahren ging das nicht. Da wusste man noch nicht so viel über Blauwalpenisse. Blub, blub, blub. Sich weiterzubilden ist immer geil. Sowohl im Job als auch privat. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht punktest du ja mal voll fett bei einem Kunden mit deinen selbst erworbenen Spanischkenntnissen. Weil du aus Versehen seine Mutter beleidigt hast in seiner Muttersprache. Oder du beeindruckst dein Chefchen so dolle, dass er dich befördert. Weil du weißt, dass ein Koala-Weibchen 2 Vaginen hat. Oder Vaginas? Hat das Teil dann 2-mal seine Periode? Oder ist die einfach nur doppelt so stark? Hätte ich in der Schule besser aufpassen sollen? War ich überhaupt in der Schule? Aber Lernen bringt vor allen Dingen dir selbst was. Mama, ich bin nicht selbst, ihr seid ihr selbst. Stellt euch vor, ihr seid so krasse Ingenieure. Hört euch kleine Roboter, die so alles putzen und Kaffee kochen. Was ist das denn für ein Beispiel? Ja, das mit den Beispielen lerne ich noch. Oder schaut euch mal diesen krassen Trick an, den mir Rick gezeigt hat. Ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Das hat mein Leben verändert. Dein Leben muss echt am Okay, aber egal, ob es euch mehr oder weniger bringt, es tut dem Kopf gut. Au. Besonders, wenn ihr was komplett Neues lernt. Das Gehirn muss umdenken, neue Synapsen bilden sich. So sehen Synapsen aus. Und dadurch trainiert man auch mal, um die Ecke zu denken. Und mit den Gedanken mal ganz woanders zu sein, hat doch was Erfrischendes, Befreiendes. Und ist es nicht total entspannt, wenn man sich einfach mal hinsetzt und ein bisschen was über Blauwalpenisse liest? Ich glaube nicht. Tatsache am Ende bleibt, wer mehr kann, der kann mehr. Und das verbessert deine Chancen im Leben. Du kannst so viele Kochbücher lesen, wie du willst. Wenn du mal so richtig den Lachs buttern willst, wird dich vor allen Erfahrungen ins Ziel bringen. Oh. Bleibt nur noch das Problem mit den Abschlüssen. Die braucht man trotzdem irgendwie. Ich hab mir schon mal überlegt, einfach einen zu photoshoppen, aber das ist Urkundenfälschung, dafür kommt man ins Gefängnis, also Dieses Video hat auch noch eine Moral. Und die ist, bildet euch selbst weiter für euch selbst, denn Lernen ist geil und dann geht's euch besser und macht. Aber tötet eure Lehrer! Rebellen! Nein. Rebellen! Wir sind doch pädagogisch wertvoll. Ja, klar. Was lernt ihr gerade so? Der lernt Spanisch. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rick. Esta es dos videos. Klick, klick. Es muy bien. Zwei Canelos. So, jetzt isst deine Nachos. Und tschüss, Leute. Bis nächstes Mal.